Sie hat hier Matador unter dem Sattel. Das ist ein dreijähriger Hengst. Noch Hengst, genau. Der jetzt hier auf dem Hufschlag draußen im Trab vorgestellt wird. Meine Damen und Herren, Sie haben ihn sicherlich gesehen heute in der Reitpferdeprüfung, in der Materialprüfung für Reitpferde bzw. Haflinger. Aber einer, den mag man, den möchte man. Der hat Guck, der hat Charme, nicht nur die Reiterin, sondern vor allem auch der Hengst hat Charme, hat Adel, hat Ausdruck, hat ein schönes Gebäude, hat eine wunderschöne Mechanik hinten drin, hat eine schön geneigte Gruppe, die momentan noch ein bisschen im Aufbau begriffen ist, aber das wird sich alles zeigen und ich habe ihn gesehen in der Reitpferdeprüfung, wie natürlich er bergauf ging. Das ist ja das, was wir wollen, dass die Pferde hinten Last aufnehmen, dass die Pferde sich nach vorne aufwärts bewegen. Das ist züchterisch äußerst schwierig, weil das Pferd von Natur aus eigentlich mehr auf der Vorhand geht als auf der Hinterhand. Aber das ist wichtig, wir brauchen hinten die Soldaten, vorne heißt es immer viel Manöver, hinten wenig Soldaten, umgekehrt muss sein. Die Pferde müssen hinten Last aufnehmen, leichtfüßig, macht nicht so viel, dass er nicht müde wird, er ist dreijährig, meine Damen und Herren. Dieser Sohn von München, der ja damals aus München getauft wurde, 2010 glaube ich war es, der eine hervorragende Leistungsprüfung abgelegt hat. Und dieser Matador, dieser Dreijährige, hat ja auch die Reitpferdeprüfung gewonnen mit einer Wertnote von 7,9. Wenn ich mich erinnere, als junger Kerl mit 7,9, da ist man 3 Tage nicht mehr im Bett gelegen, sondern nur noch gestanden. Er ist äußerst umgänglich, ist erst seit Ende Februar diesen Jahres in Beritt genommen. Die haben sicherlich erkannt, dass er ein bisschen ein Spätberufener ist, also der sich erst entwickelt. Und man muss bei solchen Pferden schon sehr vorsichtig sein. Man muss ihnen die Zeit lassen. Sie reifen heran, der wird auch noch ein bisschen wachsen. Elendig groß ist er, 1,46, 47. Ja, schätze ich mal so mit meinen blinden Augen, 46, 47 wird er haben. Aber wie gesagt, durchaus im schönen Kleinpferdemaß noch. Also auch eventuell für einen Fahrer schon interessant. Aber ich glaube, er wird seinen Weg in den Dressursport machen. Denn hier hat er seine ganz große Meriten, seine ganz großen Pluspunkte, dass er sehr, sehr level ist, dass er sehr umgänglich ist und dass er auch hier trotz dieser Witterungsverhältnisse sehr gut zurechtkommt. Die jungen Pferde bauen schnell ab. Helen, ich glaube, lass uns gut sein. Ein Pferd, den man einfach mag. Und wenn man sich ein bisschen 2 Jahre weiter hineindenkt, dann hat man sicherlich ganz viel Freude mit diesem Matador vom Haflinger Gestüt aus Meura. Schön gestellt, aktuell gegen Warnblüter auch platziert, meine Damen und Herren. Auch das zeigt für eine große Leistungsbereitschaft dieses sympathischen Hengstes.